Wir sind Mach's halt. Und das ist der Fahrzeugcheck. Check the mic and make sure it sound right, boy. BMW M4 mit M für mehr Power. So muss es sein. Der Fahrer möchte heute unbekannt bleiben. Er ist im Inkognito-Modus. Wir schauen uns trotzdem natürlich das Auto an, schnüffeln drin rum. Und das ist halt so kein Standard M4, der hat auch nur Leistungstuning. Für einen Haufen Geld. Ich weiß nicht wie viel. Das Auto ist gemacht vom Aulitzki Tuning. Sehr gute Firma, sehr zu empfehlen, muss man sagen. Die arbeiten richtig sauber. Und da kriegt man für sein Geld auch richtig was geboten. Naja, ich hätte gesagt, wir machen mal die Haube auf. Schauen wir mal, wie es da drin ausschaut, oder? Da ist das gute Stück. Mächtig viel Carbon. Der ich jetzt sagen mal als Laie. Was kannst du uns erzählen, Steff? Du hast genaueres. Ja, also das ist M4 Motor. Der Motor an sich ist natürlich nur der originale, aber vieles oder einiges dran gemacht. Wie man sehen kann, hat er Carbon. Links wie rechts zweimal Carbon Luftfilter mit Carbon Ansaugung. Zusätzlich einen wassergekühlten Ladeluftkühler nochmal, weil er doch über 200 PS mehr hat als wie Serie und dann auch die Ladeluft dementsprechend viel wärmer wird, weil er hat auch zwei andere größere Turbolader drin für mehr Bums. Ja, zusätzlich wurde da von der Firma Aulitzki auch noch, das ist von denen alles gemacht worden, eine Kurbelwellensicherung mit reingemacht, weil es da scheinbar mit mehr Leistung Probleme gibt, zwecks die Kurbelwellen.
um das auch wirklich standhaft zu machen und natürlich auch andere Ladeluftkühler. Aulitzki Tuning Stufe 3 ist das oder was? Ja, das ist Aulitzki Tuning Stage 3, Stufe 3. Ist das dann das Maximum? Ja, Maximum gibt es nie, weil man kann immer noch mehr, aber dann brauchst du nochmal größere Turbolader und dann musst du von der Hardware dann richtig ins Detail gehen und Kurbelwellen, Kolben und abändern und dann wird es richtig teuer. Ich denke, das ist ja so schon ein teurer Spaß. Da kann man schon richtig viel Geld reinstecken. Das meiste Geld in dem Auto, außer den Kaufpreis natürlich, steckt in Motortechnik und Turbolader und kommen wir auch noch dazu, im Fahrwerk und Auspuff. Okay, dann schauen wir uns halt einmal das Ding von innen an, schnüffeln wir mal ein wenig rum. So schaut es also innen aus in so einem Auto. Kann man da irgendwas, also ich kenne mich ja prinzipiell sowieso nicht aus mit den ganzen Heiligdingen, aber gibt's da irgendwas, dass man dazu sagen kann, fällt dir was ein, Steff? Ja, generell ist der Innenraum Standard M4, was man sieht, ist viele Carbon-Applikationen drin. Das ist eine Automatik mit Schaltwippen, Schaltpanels und natürlich kann man da über sein Bedienelement dann vorgewählte Fahrstufen auswählen, dass er Auspuff laut, leise und so weiter, der Motor, also beziehungsweise Getriebe, dementsprechend sportlich oder komfortabel schaltet, aber das ist eigentlich alles serienmäßig M4. Gut, man sieht es auf dem Video auch. Und Lenkrad und all jeder, der sich auskennt und mit dem Thema befasst, was das jetzt da innen im Innenraum an sich nichts sonderlich gemacht worden ist, sondern das ist so bestellbar von BMW gewesen. Falls die Kamera ein wenig zittert, liegt das da drauf, dass wir gerade hergefahren sind. Okay. Ja, die Lederausstellung ist auch wunderbar. Ist eigentlich echt geil gemacht, muss man sagen. Ja, standardgemäß halt, wie man es von BMW erwartet und erwarten kann. Super vernäht und super verarbeitet, alles, da gibt's nichts, also das ist schon echt top. Was haben wir jetzt da? Ein Automatik, ist das so wie ich das sehe, oder kann man den auch selber schalten? Nee, das ist Automatik, man kann den aber natürlich auch ganz normal umschalten und dann kann man entweder hier über einen Stick schalten oder halt eben, wie schon gezeigt, am Lenkrad über die Schaltpanels. So, kommen wir zur Bremsanlage und zum Fahrwerk und Reifenräder. Reifenräder ist Standard BMW M4, 19 Zoll. Passt da meiner Meinung nach immer mit am besten dazu. Bremsanlage, auch M4 Bremsanlage mit gelochte Bremsscheiben, weil mit der Leistung braucht man nämlich auch dementsprechend, wie man sieht, ein wenig größere Bremsen. Das ist ein, ja, richtig große Oschis, weil die Leistung muss halt auch bremst werden. Ne? Fahrwerkstechnisch ist in dem Fahrzeug ein KW-Fahrwerk verbaut, Variante 3. Das ist komplett einstellbar in Zug, Druckstufe und so weiter. Und muss natürlich je nach dem, was der Fahrer will, ne, ist es einer, ich meine, ich sag, wer so ein Auto fährt, der sagt nicht, ich will jetzt da cruisen, sondern der will natürlich auch mal Gas geben und dementsprechend kann man das da auch abstimmen. Zusätzlich ist bei dem Fahrzeug auch noch verbaut Spurplatten, damit er halt noch wegen diese Räder weiter rauskommen und besser in den Radkasten ausfüllen und auch natürlich viel, viel besser in Straßen halten, ne? Fürs Fahrverhalten dementsprechend besser. Auspuffanlage, schöne vier Tröten dran. Das ist aber normalerweise auch beim BMW, beim 4er auch so, dass der da die raus hat, aber bei dem Auto ist natürlich mehr Leistung. Dann auch komplett andere Auspuffanlage drin. Das ist komplette Aulitzki Auspuffanlage und ja, die macht richtig Lärm, wie man im Video auch sieht und hoffentlich gescheit hört. Also ein Radio brauchst du in der Karre nicht? Ne, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, das haben wir jetzt festgestellt, der Auspuff macht die Musik. Soundcheck.
Das Auto ist nicht bloß schnell und laut, sondern auch dank des KW-Fahrwerks ziemlich tief, ne? Sieht man da? Also da ist nicht viel Bodenfreiheit. Was natürlich dann auch nicht ausbleibt, ist, dass man immer wieder mal die ein oder andere Kampfspur dann hat, ne? Unter dem Fahrzeug. Weil ist halt doch für die Straße, ja, aber für jeden kleinen Hubbel dann vielleicht schon ein wenig tief. Ich hoffe, das ist ganz gut. Die Kamera hat es irgendwie aufgenommen, das Mikrofon, aber das ist halt schon ziemlich extrem. Kann man so sagen. Ich würde sagen, danke auf jeden Fall mal an Jürgen, der uns das Auto zur Verfügung gestellt hat. Mein Fazit ist, ein Auto wäre echt geiles Auto. Super Leistung, geht geil vorwärts, schaut super aus. Ja, und ist saulaut. Ich glaube, wenn wir das noch ein wenig länger machen, dann haben wir einen Hörschaden. Aber trotzdem, super Auto. Dann nicht vergessen, Leute, wie immer, Down, Drink and Drive. Wenn ihr mehr sehen wollt, Kanal abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.